Hi Friends, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin Maxim, falls du neu auf diesem Kanal bist, brauchst du dich nicht wundern, ich bin heute etwas kräftiger. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Auf einem... Dennis Kanal. Ich habe heute Danny mit dabei und wir machen ein neues Video zusammen. Und zwar hat Danny sich Make-up ausgesucht, einmal hier die komplette Kiste voll. Das wollte ich schon immer mal. Und er wird mich jetzt schminken. Es gab so ein Video schon mal, ist schon eine Weile her. Das haben wir euch hier auch verlinkt. Da einmal in und dieser ich, Ecke. Und ich sage euch, ein Jahr später ist Danny noch genauso schlecht. Ich bin sehr gespannt. Aber vielleicht werden wir so eine neue Zoo-Kollektion schminken. Nein, ich habe einen Look vor Augen, den könnt ihr aber nicht sehen. Und ich würde vorschlagen, wir fangen auch gleich an. Falls ihr neu seid, herzlich willkommen. Ich bin Maxim, das ist Danny. Ich lade dreimal die Woche hoch und Danny hat auch einen YouTube-Kanal. Da könnt ihr sehr, sehr gerne mal vorbeischauen. Vielleicht schaffen wir ja die 10.000 Abonnenten für Danny bis zum Ende des Jahres. Ich würde mich freuen und ich glaube, Danny sich auch. Danny braucht die 10.000 bis Weihnachten. Das ist Dannys ganz großer Wunsch und vielleicht unterstützt ihr Danny ja dabei. Bestimmt. Weil? Weil? Es auch ganz viele Videos von Maxim und mir auf diesem Kanal gibt. Also im Prinzip habe ich... den Kanal übernommen. Nein, hast du nicht. Dann weiter ist mein Kanal. Ich würde vorschlagen, wir fangen auch gleich an. Gibt's nicht mehr. Wieso gibt's keine Dülle? Es gibt kein Intro mehr. Das kennst du jetzt. Das ist schlecht. Ich auch gerade sagen. So. Freunde, wir positionieren mal so ein bisschen die Kamera anders und mich. Und dann geht's los. Wollen wir nochmal festhalten, dass wir nichts verändert haben, außer dass du dich gedreht hast? Ich dachte, ich muss die Kamera ein bisschen anders stellen, damit das Ganze etwas schöner ist. Aber ihr kriegt nachher die Nahaufnahme von meinem Gesicht. Das Schönste bist du in diesem Video. Möchtest du erzählen, was du für Produkte hast? Ja. Warum du dir die Produkte ausgesucht hast? Da gibt es nicht viel zu erzählen. Ich fand sie schön. Aber wir fangen an mit dem Primer. Das Primer. Das Primer. Also, ich fange an mit dem Liquid Frost von Jeffree Star. Das ist, was ich schon mal genutzt habe. Ich fand die Konsistenz da damals sehr gut. Das hat so ein bisschen Glow gemacht. Das fand ich ganz gut. Welche Farbe ist das? Made in China. Nein, es war ein Spaß, weiß ich. Ist es ein China-Made? Nee. Crown Jewel. Ist das wichtig, die Farbe? Ja, natürlich. Schminkt doch eh keiner nach. Wer weiß? Ach ja, ich erinnere mich. Das war diese... das ist aber Gold. Ja. Aber ich... Grün-Gold. Okay, das goldene Video lief ja nicht so wie auf dem Kanal. Ich habe mir die Willst Finger du einen Pinsel haben? Nö, ich mochte das mit den Fingern. Freunde, es gibt da einen ganz speziellen Move. Ihr müsst vier Finger nehmen. Habt ihr in der Schule bestimmt auch gemerkt, wenn ihr mit mehreren Pinseln arbeitet, wird das Bild schnell ausgemalt. Also benutzt du das als Primer? Ja, klar. Mhm. Nicht? Ja, kann man aber machen. Aber ist doch ein Primer. Hier nee, ist Locken. Kein Primer. Klar. Ist ein Liquid Highlighter. Okay, ich nutze es aber als Primer, weil ich glaube, dass die Pigmente von diesem Liquid-Ding nochmal alles so ein bisschen abrundet. Das riecht total unangenehm. Danke, das bin ich. Nee, das riecht, als wäre es abgelaufen. Ihr seht hier auf den Augenbrauen diesen leichten, schimmernden Effekt, Freunde. Seht ihr das? Wenn ihr Twilight gesehen habt, dann werdet ihr sehen, dass alle Vampire anfangen zu leuchten in der Sonne. Wir brauchen jetzt die Foundation. Und da habe ich mich entschieden bei... bei? Und da habe ich mich entschieden für die Foundation von IT Cosmetics in der Farbe 50 UVP. Nee, die ist es ab 50? Nee, das ist 50 Lichtschutzfaktor. Da steht ab 50. UVA, UVB. Da steht ab 50 plus drauf. Ja, 50 plus Sonnenschutz. Hochgebrauchen. Okay, das ist auch so eine doofe... Nee, musst du abziehen. Okay. Fängt alles schon wieder an, mich zu übervollen. Aber da kann man drehen. Braucht man aber nicht. Hat man aber gekonnt. Kann man gekonnt, ja. Das mache ich mir wieder auf die Finger. Du kannst auch direkt ins Gesicht. Und ich nehme einen Pumpstoß, schaut mal her, seht ihr es? Einen Pumpstoß und den mache ich mir der Fingerkuppe entlang, um mehr Reibungsfläche zu haben, logisch. Aber was ist mit dem Schwamm? Was für ein Schwamm? Beauty Blender. Und da habe ich dann diesen Schwamm und mache mir das dann von meinem Finger auf dem Schwamm. Das hat jetzt einfach einen Lufteffekt. Was? Kennst du Nicker Luflé? Ach, schon wieder. Lass mir das. Das gab schon mal. Los geht's. Und los geht's. Ja, Freunde, also falls ihr das Video von mir und Danny noch nicht gesehen habt, ich gucke mal, ob ich euch das verlinke. Ich habe auch Danny mal geschminkt. Das Ganze ist so dermaßen in die Hose gegangen. Vielleicht sollten wir das Ganze auch nochmal wiederholen. Also deine Haare da oben, die arbeite ich einfach mit in den Look ein. Mach das. Nee, wirklich, die stören mich total. Ich bin ja schon ein paar Mal von anderen Leuten geschminkt worden, aber... Danny macht es am besten. Danny macht eine Technik, die ich so noch nicht kenne. Das ist die Wischtechnik. Er wischt mit diesem Beauty Blender. Ja, es war früher beim... Hast du eigentlich genug Deckkraft auf dem Ich habe richtig viel Deckkraft, mein Schatz. Nein, ich kenne das noch von der Schule, als wir die Tafel gewischt haben. Da musste man auch immer... Doch, das war so. Das war ja auch so. Und daher kommt das so ein bisschen.
Guck mal, hier machen wir diesen Instagram-Move, genau, so. Den Instagram-Move. Schön! Ich habe jetzt die Foundation von It Cosmetics aufgetragen. Es sieht sehr gut aus. Wichtig ist es hier, dass es flächendeckend ist. Ne? Es ist wie wenn man. Ja, doch, das ist wie wenn man streicht, Freunde. Ich bin heute so in diesem Maul verlaut. Wenn man das an der Wand macht. Versteht ihr das? Das war die Foundation. So, wir arbeiten jetzt mit dem Concealer weiter. Und da darf ich dir dann einen Tipp geben? Nee. Und da arbeiten wir. Hast du den wieder rausgehört? Nee, ja. Ich soll nicht so viel auftragen, weil es so dunkel ist. Nee, der ist extrem pastig. Und? Ja, go. Du wirst es merken. Das mache ich. Welchen Concealer benutzt du denn? Ich benutze den Concealer von dir. Wir nutzen den Concealer von der Firma It Cosmetic, Bye Bye Under Eye. Ich habe mir den ausgesucht, weil ich den Namen lustig fand. Bye Bye Under Eye? Ja. Den mache ich mir wieder auf meinem Schwamm, Freunde. Ja. Ich habe den nicht ausgewaschen. Das ist wichtig. Natürlich ist der ausgewaschen gewesen. Nein, jetzt von dem. Ach so, braucht man ja nicht. Eben, weil ich möchte diese Farbkonstellation von dem Schwamm, hier, ihr seht das, mit da rein vermischen, damit es ein gleichbleibendes Bild ist. Logisch, Freunde. Logisch. Ihr seht natürlich jetzt auch, das dass es leicht Pasta ist, so, ne? Also pastig, nicht Pasta. Pasta ist wenn ein sie eine Pasta. Nudel ein. Ja, das ist bei dir natürlich auch sehr schwierig mit deinen großen Augenringen. Ich meine, wenn man Waschbären aus dem Zoo kennt, das ist ungefähr so. Das ist aber eigentlich, das habe ich mal gesehen, die Banditenmaske der Tiere. Weil Waschbären sind die Verbrecher des Waldes und du bist der Verbrecher des Schminkens. So, ich muss mal hier noch ein bisschen Farbe nehmen. Du nimmst einfach die Farbe von... Und zieh sie hier rüber, das ist eigentlich ein sehr... Nee, wir wollen ja Produkt sparen. Team Günstmaus und so. Ja. Ja. Okay, Freunde, ihr könnt ja jetzt schon mal in die Kommentare schreiben, wie euch der Look bis jetzt gefällt. Wie gefällt euch die Pace? Wie gefällt euch diese komische Locke, die aus meinem Cappy rausguckt? Freunde, das war der fertige Look. Fertig? Nein, natürlich nicht. Wir machen jetzt weiter und zwar mit dem Bronzer. Nur da weiß ich jetzt gerade noch nicht so genau, wo der hinkam. Der Bronzer ist ja der Rouge. Nee. Nee, der Bronzer ist letztendlich ja... Was ist denn Bronzing? Also so, ich bin total... Billig. Wenn ich die Wahl zwischen Gold und Bronze habe, ist Bronzen billig. Nein, doch. Bronzen ist doch, ja... Ist so. Kupferpreis ist sehr niedrig zurzeit. Okay. Ja. Aber, also erstmal, man bronzt das Gesicht, um es zu erwärmen. Und wo kriegt man am... Wo trifft die Sonne einen am ersten? Auf der Nase. Und wo noch? Auf den höchsten Punkten meines Gesichtes. Dein Ego. Wir nehmen den Bronzer von der Firma Maybelline. Das ist der City Bronzer in der Farbe New York. Nee. Doch. Steht doch da. Nee, Maybelline New York heißt die Firma und die Farbe ist Light Cool. Die Farbe 26R002. Pinsel? Darf ich? Ja, darfst du. Ist es jetzt mein Video oder wäre dein Video? Dann nehmen wir diesen Pinsel von der Firma Face 125. Fenty. Fenty, die Farbe. Den Creme Bronzer Pinsel. Nicht? Du, ich sag ja nicht ja, mehr. Ja, machst du ja doch halt. Das ist ja das Problem. Und gehe damit hier in die Farbe rein und gebe mir dieses Produkt auf deine Flächen, die Sonne zuerst erreichen. Kann man das sagen? Nur mal so. Genau. Halt, hier ist so ein bisschen schwierig deine Nase. Da stimmt was nicht. Da stimmt einiges nicht. So, Freunde, das war's. Wir brauchen das war's schon. Wir sind da sehr sparsam mit Bronzer, Tatsache. Also, weil ist zwar wichtig. Das kannst du auch übersetzen, aber grundsätzlich. So. Ja. Was heißt das übersetzen? Translate. Und was sagst du? Can't relate. Und was heißt can't translate? Kann ich nicht übersetzen. Ja. Mich lächelt hier so ein freundliches Gesicht an. Brauche ich das Gesicht schon? Ich hätte hier Rafa. Rafa ist eine sehr liebe Person. Ich mag sie sehr gerne. Ich gucke auch gerne ihre Videos. Liebe Grüße an Rafa. Grüße gehen raus. Das ist ihr Highlighter. Ich finde, der riecht ziemlich gut, oder? Ja, der riecht noch gar nichts. Der riecht richtig gut. Und das ist die Farbe Rafas Tränen. Ja. Ist das die Farbe? Ja. Okay, da sind so viele Nummern drauf. Aber nein, Rafas Tränen ist Tatsache die Farben. Nimm mir den Pinsel und gehen in die Farbe von Rafas Tränen hinein. Nimm ein bisschen mehr auf den teuren Pinsel, damit Maxim sich ärgert. Und gehen damit jetzt auf die erweiterten Wangen. Einmal hier und einmal hier. Das verleiht diesen ganzen Look ein Glow. Das ist natürlich jetzt so ein richtig... Gute, ja, das ist gut. Das ist, Baby, das ist gut. Mhm. Das ist ein softes Make-up, aber der Lidschatten-Look wird alle begeistern. Mhm. Und jetzt geht das weiter mit dem Puder. Das ist. Ah, jetzt? Ja. Mhm. Zu spät?
ungefähr 4 Schritte zu spät, stimmt. Aber ist okay. Stimmt. Was machen wir das dann noch trotzdem mit dem? Na, ich würde das vielleicht mal ein bisschen unter die Augen setzen, nachdem du mit dem Schwamm noch mal kurz an meinen Augen lang gegangen bist. Dafür kannst du auch gerne den Pinsel benutzen. Aber wieso hast du mich denn so in die Irre führen lassen? Vorsicht, das kommt gleich alles raus. Ich nehme von Manhattan den Softmattenpuder in der Farbe Beige 2. Mhm. Da muss man einmal klopfen. Okay. Damit das dann da rauskommt. Mhm. Aber lass den Deckel zu, weil... Das ist der Puder. Abklopfen. Auf zu lachen. Es ist hier kein Trash-Kanal. Es ist hier wirklich, Freunde, ernstzunehmendes Make-up von einem Top-Make-up-Artist. Also wie heißt du? Danny Pelletier. Ja, das wird jetzt cakey. Das wird jetzt cakey. Wir müssen mit dem feuchten Schwamm das mal kurz verblenden, Freunde. Das ist jetzt ganz wichtig. Was fehlt? Wir haben noch den Blush, der noch kommt. Den Blush, das ist wieder Rouge. Das ist im Prinzip dasselbe, nur Blush hört sich teurer an. Du kriegst die Schublade wegen meinem dicken Bein nicht auf. Hier nehme ich einen Pinsel von der Firma Luvia, der eine sehr, na wie soll ich das sagen, diese Form ist anregend. Ich nehme hier von Catrice Cosmetics den Strong Bing Plush. Den Strong Bing Plush. Fast. Strong Bing. Nicht, ach ja. Strong Bing Blush. Aber es könnte auch das Strong Bing Blush sein. Das ist nämlich der richtige Strong Bing. Den gebe ich dir jetzt nochmal auf die anderen Stellen, die ich dir schon überschminkt habe. Auf die Apfelbäckchen. Unter anderem. Und jetzt, Freunde, das ist jetzt ganz wichtig für euch, was ich euch noch jetzt zeige. Denn ihr könnt hiermit noch einen Effekt erzielen, wenn ihr, ich muss jetzt diesen ein bisschen ans Ohrläppchen. Und welchen Effekt haben wir denn damit erzielt? Dass du leicht glühst. Wie Fieber. Aber und dann noch diese glowy Base, ne? Du solltest nicht so viel reden, wenn ich dich schminke. Das macht den Look kaputt. Der Lidschatten-Look. Du kannst auch schon die Lippen drauf machen, aber ich würde erst den Lidschatten-Look. Nee, ich mache erst, weil die Lippen lenken zu sehr ab, was ich vorhabe. Freunde, und da gibt es zwei Paletten, über die ich... machen wir jetzt so? Naja, kurz, dass ihr sehen könnt, wie der Look aussieht. Ich sehe es ja noch nicht wirklich. Ach so. Freunde, und jetzt habe ich mich für zwei Farbpaletten entschieden. Farbpaletten? Da sagt man es nicht. Lidschattenpaletten. Was ist eine Farbpalette? Eine Farbpalette ist die Auswahl im Baumarkt. Naja, passt ja. Ich habe mich für diese zwei Farbpaletten entschieden. Von der lieben Hatice Schmidt. Da gibt es einmal die Nacht- und einmal die Tagpalette. Nee, Day, Holy und Day. Aber wäre cooler, wenn Tag und Nacht. Nee, das ist, hat ja eine Geschichte dazu. Aber ist egal. Ich nehme einmal die Tag und? Holy. Holy Palette, heiliger Tag oder Tag heilig. Holy Day. Day. Ja, die nehme ich. Da gibt es ja ganz viele verschiedene tolle Farben und da suche ich mir jetzt eine aus. Mhm. Wichtig bei dem Look ist, dass ihr euch konzentriert, dass ihr euch nicht ablenken lässt. Ich habe hier schon mal ein paar Pinsel für Danny rausgesucht. Ja, wir fangen mit der Farbe Day an und dazu nehme ich jetzt einen ganz, ganz kleinen Spitzenpinsel. Das ist mir bei dieser Farbe sehr wichtig, um mehr Flexibilität im Schminken zu haben. Okay, was ist das für eine Farbe? Day. Die nehme ich mir jetzt, die Farbe sitzt für die Leute, die es wissen wollen, unter der Farbe Cray. Cry. Okay, Englisch und so, ne? Mach mal die Augen zu. Normalerweise klopft man den Pinsel ab, aber ich brauche diesen leichten, rauchigen Effekt, weil wir ja hier auch Blockbuster drehen, Freunde. Aber ich würde ganz gerne die Farbe Day auch hier unten nochmal ziehen. Eine Cut Crease würde ich gerne aber ziehen. Aber die ist ja nicht unter den Augen. Wo ist die Cut Crease? Auf der Crease. Auf deinem beweglichen Lid. Obendrauf. Okay, da, wo du gerade schon mit dem Pinsel warst. Und was ist, wenn ich hier unten lang ziehe? Was habe ich dann? Ein Problem. Wir arbeiten uns in diesem Look von innen nach außen. Das ist so wie beim Wischen. Ne? Von innen nach außen wischen. Mhm. Ich bin jetzt so ein bisschen am Experimentieren, welche Farben ich nehme. Und ich fange mit der Farbe Holy an. Ich weiß auch nicht, warum ich das gerade so gemacht habe. Das ist auch wieder eine Schimmerfarbe. Das ist eine Schimmerfarbe, die Farbe Holy. Ihr könnt euch sagen, das ist die in der Mitte, die Türkisfarbe. Ne? Mhm. Mach mal Augen zu, ne? Nicht immer schmumeln, mein kleiner Freund. Und wisst ihr, Freunde, wenn man so oft schon in diesem Schminkstudio saß, dann hat man einfach auch den Anspruch, wirklich auch endlich mal einen Look hinzukriegen, wo man sagt, ach ja, okay, das war vom Anfänger. Das ist so wie, wenn man einer Katze das Auge sauber machen muss. Und die macht dann... Okay, das ist der Look Galaxy, so heißt der Look. Und eine Galaxie entsteht ja immer von innen, wo der Urknall ist. Bist du genervt? Nee. Du hast gerade so... Ich atme mal. Weil es jetzt Physik ist, ne? Das ist schwierig. Ja. Und ein Urknall entsteht ja von innen nach außen. Das heißt, wir werden von innen einen roten Punkt malen. Einen roten Punkt, also die Explosion. Und dann kommen die Sterne. Die Sterne habe ich schon eingezeichnet. Guck doch mal bitte in die Kamera. Genau. Jetzt habe ich ein Problem. Ich würde ganz gerne zentriert hier nur einen kleinen roten Punkt machen. Ja, dann nimm doch am besten den kleinen Pinsel. Aber ich brauche einen harten Pinsel, nicht so diese weiche, wegknickende. Das ist die Farbe Infernum. Passt zu meinem Galaxien-Look, den ich jetzt vorhabe. So, Freunde, schaut mal bitte in die Kamera. Das ist die erste Explosion einer Supernova. So entsteht ja ein Universum. Also eine Galaxie. Wow, wir wollen nicht übertreiben. Und das ist die Explosion. Jetzt arbeite ich mit Gelb weiter. Das ist die Farbe Venenum. Venenum.
Venenum, das ist die gelbe. Nee, ich muss einen Finger nehmen, den ich koordinieren kann. Du brauchst gefühlt mein Auge gar nicht. Doch, das ist so. Ich will dir auch nicht wehtun, mein Schatz. Also, Erklärung. Explosion, Flammen und jetzt kommt erstmal die Nacht. Und dann nehmen wir die Farbe Rain. Das ist, schaut mal bitte, diese blaue Farbe. Meine dicken Wurstfinger sind davor. Da, das ist die Farbe Rain. Mhm. Die kommt jetzt rauf und die ziehe ich jetzt etwas länger und dann kommt der Sternenhimmel rauf. Eigentlich eine coole Idee, zumindest in meinem Kopf. Ihr seht, ich habe jetzt hier die Nacht mitgezogen und jetzt kommt, und das ist das Schöne, die Sterne. Und da habe ich auch eine richtig schöne Farbe bei Hadi gesehen, nämlich die Farbe Mondays. Mhm. Immer wieder montags kommt die Erinnerung für die Wumpf. Demonetarisiert. Warum? Copyright Strike. So gut habe ich die Tonlage nicht getroffen, mein Freund. Schaut mal hier. So, damit sind die Sterne gemacht. Schau mal bitte in die Kamera. Ja, sieht doch schon mal ganz schön aus. Das ist aber noch nicht der fertige Look, Freunde. Ich würde ganz gerne hier unten was machen. Da brauche ich mal einen fachmännischen Rat. Das muss ein bisschen dunkler sein, wie der Orbit. Aber dann vielleicht direkt am Wimpernkranz. Soll ich das machen? Nein, so dicht am Auge? Mache ich. Blau. Mhm. Oder hier aus der Holy Palette die Farbe Plaga. Nicht Heaven? Ich finde Heaven schön. Jetzt geht's weiter. Mit Lippen. Lippen. Da habe ich mich für eine sehr neutrale Farbe entschieden. Nämlich, nämlich für eine weiße Farbe. Für die Zuschauer, die wissen, dass weiß keine Farbe ist. Ihr seid kleine Schlaumeier. Wusstet ihr nämlich auch. So, dann nehme ich von Jeffree Star den Liquid Lipstick in der Farbe Weiß. Das sagen wir den Namen nicht hier, weil sonst demonetarisiert. Das ist das hier. Das riecht nach Klebe. Fange ich erstmal unten an? Ja. Hast du von Jeffree Stars neuer Palette gehört? Ja. Was sagst du dazu? Ich bin enttäuscht. Weiß, Freunde, ist immer sehr schwierig, die Farbe. Naja, die deckend hinzukriegen, ne? Ja, das ist nicht so leicht. So, mach nochmal hier. Mhm. Ja, ist doch gut. Ja. Das Weiß steht für Atmosphäre. Mhm. Aber ich würde ganz gerne. Wobei, nee, das ist eigentlich ganz gut. Du kannst auch einen Topper oben rauf geben. Ich brauche was Rotes hierfür. Was Rotes? Ja, klar, für das Feuer. Und dann nimm doch Infernum. Ja, habe ich mir auch überlegt. Ich nehme jetzt nochmal die Farbe Infernum, um quasi nochmal oben auf dem Lippenherz. Ja, sieht aus, als ob du die auf die Lippe gebissen hast. Aber ja. So, schön. Jetzt geht's weiter mit dem Mascara. Und da habe ich mich entschieden für den Red and White Mascara von der Firma Mascara. Die haben ihren eigenen Mascara, die Firma Mascara. Nein, von Lash Renegade. Andersrum, Lash Renegade von Red and White, aber fast richtig. Das ist das, für was ich mich entschieden habe. Mhm. Jetzt haben wir eigentlich gar nicht mehr so viel zu tun. Nee. Jetzt kommen noch die... Soll ich Lashes raufkleben oder steht der Look so für sich eigentlich? Du hast keine Lust auf Lashes kleben. Ne? Ach, naja. Freunde, wir nehmen Lashes. So, Freunde, das ist der fertige Look. Ich hoffe, es gefällt euch ein bisschen. Ihr habt ja mitbekommen, es war ein Thema dahinter. Ich persönlich finde, es sieht ein bisschen besser aus als die letzten Male. Definitiv. Wenn ihr wollt, dass ich Maxim noch einmal schminke, würde ich mich freuen, wenn dieses Video 3000 Likes bekommt. Wenn ihr wollt, dass ich Maxim noch einmal schminke, würde ich mich freuen, wenn dieses Video 3000 Likes bekommt. Mhm. Und es wäre super toll, wenn ihr auf meinem Kanal nochmal vorbeischaut. Ja, schaut gerne bei Danny vorbei. Vielen Dank, Danny, dass du mit dabei warst. Ich finde den Look, ehrlich gesagt, nicht schlecht. Vielleicht schmecke ich ihn aber auch nicht gut. Doch, fürs eins der ersten Mal. Ja, wenn man mal so ganz entspannt zu Rossmann geht, kann man auch mal ein bisschen so wie die Galaxie aussehen. Ein kleiner Freund. Okay, Freunde, schön, dass ihr mit dabei wart. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns am Freitag wieder. Tschüss. Passt auf euch auf.